Kinderrecht ins Grundgesetz ist unser erstes Thema und auch gleich die allererste Frage. Warum gibt es die bis heute nicht? Ja, da habe ich tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich die Frage am besten beantworte, weil das natürlich eine bundespolitische Frage ist und auch eine ganz aktuelle Frage, weil das ja jetzt durch die Medien ging, dass die Koalition aus SPD und CDU im Bund sich eigentlich geeinigt hatte und gesagt hatte, Kinderrechte sollen im Grundgesetz entsprechend verankert werden. Und wir haben im Landtag auch einen begleitenden Antrag dazu verabschiedet und haben das begrüßt und unterstützen das auch bis heute, dass entsprechend Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden. Ich habe es so verstanden, dass es im Bund vor allen Dingen daran gescheitert ist, dass man sich nicht einigen konnte. Also man braucht eine Zweidrittelmehrheit, wenn man das Grundgesetz anfassen will. Und das ist natürlich auch keine Lappalie, ne? Also das Grundgesetz zu ändern, das ist natürlich schon etwas, was auch mit sehr viel Bedacht angegangen werden soll. Von daher halt die große notwendige Mehrheit. Das hätte die GroKo nicht einfach so machen können, sondern sie hätten auch die Parteien der Opposition mit reinnehmen sollen müssen, ne? Und ich habe es so verstanden, dass es eigentlich eher um Details ging, auf die man sich nicht einigen konnte. Also es war wohl mehr die Frage, wie stark werden die Kinderrechte, also in diesem Dreiecksverhältnis aus Staat, Kindern und Eltern, wie stark werden Kinderrechte da hervorgehoben und betont? Und man hat sich, glaube ich, darauf geeinigt, ja auch gehabt, auf eine Formulierung, die da lautete, Moment, ich habe sie mir extra nochmal herausgeschrieben, die da lautete, Kinderrechte sollten vordringlich vorrangig berücksichtigt werden. Und diese Formulierung, diese Vorrangigkeit, das war wohl, glaube ich, der Knackpunkt, an dem man sich aufgerieben hat. Und die Grünen wollten wohl noch eine stärkere Verankerung. In der CDU ist es so, dass wir natürlich auch häufig Leute haben, die sehr über, ich sag mal, staatsorganisationsrechtliche Fragen kommen. Und wir auch Debatten darüber haben, zum Beispiel, braucht es Kinderrechte im Grundgesetz als eigene Rechte oder fallen nicht Kinder per se schon unter die Menschenrechte? Und schwächt man nicht sozusagen die Allgemeingültigkeit von Menschenrechten dadurch, dass man jetzt für zum Beispiel Kinder nochmal spezielle Rechte verankert? Also solche Debatten hatten wir auch innerhalb unserer Fraktion im Landtag. Das sind dann so, ich sag mal, juristische Feinschmecker-Debatten, ne? Also die müssen wir aber mit unseren Juristen führen. Ich finde es auch legitim, diese Diskussion zu führen. Nur ich bin jetzt Bildungspolitikerin, von daher würde ich sagen, am Ende geht es ja um die Frage, was wollen wir politisch erreichen? Und ich glaube, dass man noch einmal die Rechte von Kindern hervorhebt als eigene Rechtspersönlichkeiten, auch im Verhältnis Staat-Eltern, ist auf jeden Fall zielführend und richtig. Und wir hatten natürlich auch Argumente, die gesagt haben, Kinderrechte sind schon sehr gut durch andere Rechtsgegenstände verankert und es braucht es gar nicht unbedingt, ne? Also nicht so sehr das Ablehnen, dass Kinder eigene Rechte haben oder eigene Rechtspersönlichkeiten sind, sondern eher zu sagen, naja, das ist eigentlich schon ausreichend verankert. Also das sind sozusagen die Debatten innerhalb der CDU, die geführt sind. Innerhalb des Bundestages habe ich so verstanden, dass es eigentlich mehr die Frage war, wie stark macht man Kinderrechte im Verhältnis zu den Rechten von Eltern und den Rechten des Staates. Und ich glaube, da konnte man sich einfach nicht einigen. Vielleicht hatte der eine oder andere auch eine wahltaktische Überlegung dabei, dass man so ein Thema natürlich im Wahlkampf auch nochmal aufnehmen kann und in seinem eigenen Gusto dann diskutieren kann. Das kann ich jetzt nicht so einschätzen. Noch bin ich nicht im Bundestag. Aber das ist, glaube ich, so der Hintergrund etwa der Debatte, wie ich ihn zumindest aus der Ferne im Landtag wahrgenommen habe. Und ja, ich würde mich aber sehr freuen, wenn wir es schaffen würden, in der nächsten Legislatur vielleicht eine Kompromissformulierung zu finden, die dem Thema Kinderrechte dann auch entsprechend gerecht wird. Da hätte ich direkt eine Nachfrage. Und zwar, wenn Sie, Mareike Wulff, jetzt die Möglichkeit hätten, dort in einem Arbeitskreis mitzuwirken, würde das Wort vorrangig drinbleiben nach Ihrer Meinung oder nicht? Ja, gute Frage. Also ich bin jetzt natürlich keine Juristin, deswegen kenne ich den juristischen Feingeschmack nicht. Sowas wird einem natürlich in so einem Ausschuss dann immer erläutert, was jetzt vorrangig für eine Rechtsfolge hat im Gegensatz zu anderen
Formulierungen sozusagen. Aber ich glaube, was hier an der Stelle, was sozusagen für die CDU immer eine schwierige Diskussion ist, ist die Abwägung der Rechte von Eltern im Gegensatz zu den Rechten des Staates, ne? Also wie stark darf der Staat eigentlich in die Familie eingreifen und an welchem Punkt? Weil es ist ja das eine, dass wir Rechte ins Gesetz schreiben, aber wenn da Rechte im Gesetz stehen, dann heißt das ja auch, dass es für die Rechtsprechung entsprechende Folgen hat. Also so wie wir irgendwann mal den Klimaschutz verankert haben und wir jetzt ein verfassungsrechtliches Urteil dazu haben, dass die Maßnahmen, die die Bundesregierung getroffen hat, nicht stark genug sind und angepasst werden müssen, würde natürlich auch die Verankerung von Kinderrechten und eine solche Formulierung, die manchmal sehr feingliedrig ist und für den Otto-Normalverbraucher vielleicht erstmal harmlos klingt, entsprechende Folgen haben, wo wir vielleicht dann sagen, oh Mensch, haben wir das genug abgewogen oder genug darüber nachgedacht? Also beispielsweise an welchem Punkt, weiß ich jetzt nicht, ob das diskutiert wurde, ab welchem Punkt darf denn den Eltern das Recht auf die Erziehung der Kinder entzogen werden? Ne? Also weil im Moment ist es ja so, die Eltern sind für das Wohlergehen des Kindes zuständig. Das ist ihre Aufgabe. Wenn der Staat der Auffassung ist, sie kommen dieser Aufgabe nicht nach, dann muss er natürlich entsprechend handeln. Und auch, ich denke mal, solch eine Formulierung im Gesetz ist ein sehr, sehr starker Auftrag an den Staat, hier entsprechend tätig zu werden. Und von daher glaube ich, kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen, welche Formulierung ich wählen würde, aber ich würde in meiner politischen Haltung gerne vorher nochmal erläutern, welche möglichen Folgen aus solch einer Formulierung folgen für die Rechte, die dann entsprechend daraus abgeleitet werden für den Eingriff in eine Familie. Und da habe ich jetzt zu wenig Praxishintergrund, weil wie gesagt, ich war in dieser Debatte aktiv selber nicht beteiligt. Ich halte es aber für eine legitime Debatte, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Es wäre auch mal interessant zu erfahren. Also ich schaue mir das tatsächlich hauptsächlich aus Sicht der Pandemie an und weil ja unsere Kinder, also Kita-Kinder, sind ja wahrscheinlich nicht geimpft zum Herbst. Und ich schaue schon ein Stück weit auf den Herbst und frage mich, wenn Kinderrechte ins Grundgesetz kommen, ob dann der Bildungsauftrag weitaus verpflichtender ist, als er bislang war. Und damit wäre natürlich das Wort vorrangig, wäre dann natürlich ein Wunsch meinerseits. Also ich glaube, die anderen Formulierungen, die im Raum standen, waren noch angemessen. Oder wesentlich. Also sozusagen, das wären dann die in Anführungsstrichen schwächeren Formulierungen. Ich meine, eventuell, also die Frage ist ja, kann man es einklagen? Ne? Also die politischen Debatten laufen ja, wie sie laufen und die politischen Entscheidungen werden getroffen. Sie könnten dann oder könnte ein Kind dann theoretisch sein Recht einklagen, in Anführungsstrichen, und auf welcher Grundlage? Und es wäre natürlich sehr interessant zu wissen, haben wir vielleicht schon eine Grundlage, weil Kinder haben ja auch ein Recht auf Bildung. Das ist, weiß nicht, ob es Verfassungsklang hat, aber wissen Sie, um dieser Frage mal in Anführungsstrichen ein bisschen Boden unter den Füßen zu geben, das, was mich tatsächlich in dieser Pandemie bisher sehr gestört hat, ist, dass die Kultusverwaltung es nicht geschafft hat, was den Bereich Schule angeht, einen sinnvollen, guten Online-Unterricht zu organisieren. Da können wir vielleicht nachher nochmal im Detail eingehen. Das ist tatsächlich etwas, ich weiß nicht, ob das behoben werden würde durch die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Ich weiß nur, dass es ein Thema ist, also wenn ich die Geschichten, die ich aus meinem persönlichen Umfeld gehört habe, die ich in Schulen beobachten konnte, dann ist das Thema wirklich nicht ernst genug genommen worden. Wir haben nochmal ein paar Justierungen dann auch vorgenommen durch den sogenannten Organisationserlass. Aber das ist wirklich ein bildungspolitisches Versäumnis, von dem ich glaube, dass es nicht nochmal passieren darf. Also wir müssen, wenn nochmal eine Pandemie kommt, auf das Thema Online-Unterricht ganz anders vorbereitet sein. Und deshalb müssen wir es auch nach wie vor ernst nehmen, auch wenn man jetzt glaubt, die Pandemie sei vorbei, was sie nicht ist. Ne? Da ist die Frage, warum gibt es sie bis heute nicht? Wir haben momentan einen Koalitionspartner in der Regierung, der nennt sich CDU-CSU. Der möchte keine Kinderrechte in der Form, wie wir es als SPD wollen, im Grundgesetz verankert sehen. Und da wir für die Änderung des Grundgesetzes eine Mehrheit brauchen und nicht nur die der Koalition, sondern eine Zweidrittelmehrheit, war es dann am Ende A nicht möglich, den Koalitionspartner zu überzeugen und die
die Alternative, die wir formuliert haben, so ist es ja in einer Koalition, der eine hat die eine Meinung und der andere die andere, man findet einen Kompromiss, den wir schweren Herzens eben mitgetragen haben. Aber die anderen Parteien, die wir ja auch brauchen, um ein Grundgesetz zu verändern, waren nicht bereit, diesen Kompromiss mitzutragen. Und deswegen haben wir im Moment eine einmalige Chance verpasst. Nach wie vor streiten wir aber als SPD für die Kinderrechte ins Grundgesetz und werden das dann einfach in der nächsten Legislatur, wenn wir in der Regierung sind, umsetzen. Ja, also ich würde da gerne noch was zu ergänzen. Und zwar war 2017 war der Satz im Wahlprogramm, wir werden die Rechte von Kindern ins Grundgesetz verankern. 2021 ist der Satz schon ein bisschen breiter geworden. Und zwar lautet es hier, wir werden starke Kinderrechte auf Schutz, Beteiligung und Förderung und den Vorrang des Kindeswohls im Grundgesetz verankern. Also da habt ihr das als SPD eigentlich breiter aufgestellt, als ihr es 2017 aufgestellt habt. Da wäre jetzt direkt meine Nachfrage, ob das auch ein Stück weit aus den Erfahrungen mit dem Koalitionspartner herausfußt, dass hier diese Erweiterung so weit aufgenommen worden ist von euch. Ich möchte nichts Falsches sagen, weil direkt diejenige, die es verhandelt hat, auch mit den Ministerien zusammen, bin ich ja nicht. Aber es ist immer ein Kompromiss, den wir breit fassen, damit es uns gelingt, die Kinderrechte so ins Grundgesetz zu bekommen, wie wir sie auch wünschen und wie sie aber auch notwendig sind. Also sucht man einen Kompromiss, die mir fällt, erhöht den Satz und fasst es breiter. Warum gibt es sie bis heute nicht? Ja, im Grunde genommen liegt es eigentlich nur an den Unionsfraktionen, sprich CDU und CSU, weil zwischen den demokratischen Fraktionen gibt es eigentlich einen Konsens, dass Kinderrechte ins Grundgesetz gehören. Und zwar für uns Grüne, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, nicht nur symbolisch, weil es gilt ja die UN-Kinderrechtskonvention, die die Kinderrechte bereits schon festschreibt, auch für Deutschland. Deutschland hat diese Konvention ratifiziert, so nennt man das. Aber wir wollen natürlich die Kinderrechte auch dann direkt im Grundgesetz stärken und das nicht nur symbolisch und auch das UN-Recht, das Völkerrecht nicht schwächen, sondern wirklich, dass Kinderrechte gestärkt werden im Grundgesetz. Und so ja, gab es die Diskussion, wir hatten die Union so weit, dass sie den Kinderrechten zustimmt im Grundgesetz, aber dann ging es darum, wie ist die genaue Formulierung, und man muss ja dazu sagen, es geht um Grundrechte, da ist es sehr, sehr wichtig, wie präzise man das formuliert, damit das bisherige Recht der Kinder, wie gesagt, durch das UN-Recht nicht geschwächt werden. Und bei der Union ist einfach eine ganz, ganz große ideologische Befürchtung, dass das Elternrecht, das Erziehungsrecht geschwächt wird, wenn die Kinderrechte ins Grundgesetz kommen. Und deswegen gab es keinen Konsens, wie das genau formuliert wird. Also ich weiß, meine Kolleginnen, die das federführend gemacht haben, waren sehr kompromissbereit. Aber eins war klar, die Kinderrechte dürfen nicht geschwächt werden durch eine Formulierung im Grundgesetz. Und würde es die Kinderrechte im Grundgesetz geben, wäre das, glaube ich, auch bei der Pandemie ein wenig anders gelaufen, weil da haben wir sehr stark über Grundrechte gesprochen und die der Kinder sind ein wenig ins Hintertreffen geraten. Das hat man, glaube ich, sehr deutlich gemerkt in den letzten anderthalb Jahren. Ja, genau. Also das ist auch das, was man ja den Experten, den Rechtsexperten entnehmen konnte, die auch gesagt haben, es könnte vielleicht auch Taktik sein, weil in dieser Pandemiezeit werden gestärkte Kinderrechte im Grundgesetz tatsächlich von Nachteil für die aktuelle Politik gewesen. Deswegen schön, dass dieser Satz gefallen ist. Das finde ich gut. Wie könnte man sich das dann bei Koalitionsverhandlungen vorstellen? Also wie würden die Grünen denn da konkret sich auch in einer Koalition oder in der Bildung einer Koalition da zu vereinbaren? Würden sie es auf jeden Fall vereinbaren? Und vor allem, wie wichtig ist das Thema den Grünen? Also ich glaube, ich hoffe, man hat gemerkt, dass Annalena Baerbock, die ja unsere Kanzlerinnenkandidatin ist,
in der gesamten Pandemie einen Schwerpunkt in der Familien- und Kinderpolitik gelegt hat. Also als Frau Giffey, die zuständige Kinderministerin, noch nicht mal Mitglied des Corona-Kabinetts war, haben wir als Grüne deutlich gemacht, wir müssen die Kinder und die Jugendlichen auch in den Mittelpunkt stellen, weil natürlich viele Grundrechte dort eingeschränkt wurden. Zum Beispiel ganz am Anfang die Situation Zugang zu Bildung. Und in der Zeit parallel lief die Diskussion auf Grundlage auch eines Vorschlags von uns und anderen, Kinderrechte ins Grundgesetz zu nehmen. Und wir haben dem ein sehr, sehr großes Gewicht beigemessen. Und ich bin der festen Überzeugung, gerade mit Annalena Baerbock, dass bei möglichen Koalitionsverhandlungen, und dann ist es eigentlich egal mit wem, letztendlich die Union benötigt wird, weil wir brauchen im Deutschen Bundestag eine Zweidrittelmehrheit. Also ob die Union in Regierungsverantwortung ist oder in der Opposition, wir brauchen die CDU oder CSU und oder mindestens die CDU. Und von daher müssen wir eigentlich gemeinsam diejenigen, die Kinderrechte ins Grundgesetz haben wollen, müssen wir gemeinsam dafür streiten, dass es starke Kinderrechte werden. Weil klar ist, sie soll es geben, aber das Wichtigste ist wirklich, wie sie dort verankert werden. Und dafür werden wir uns in jedem Fall stark machen und hoffen, dass wir erfolgreicher sind. Nicht aus der Opposition heraus, sondern vor allem in Regierungsverantwortung. Weil tatsächlich, das ist die Wahrnehmung, die mir meine Kolleginnen wiedergespiegelt haben, die bei den Verhandlungen dabei waren. Frau Giffey und Frau Lambrecht hätten eigentlich jedem Kompromiss zugestimmt. Und das ist das Wichtige, ne? Einfach nur Kinderrechte ins Grundgesetz zu verankern, das kann es nicht sein. Es muss wirklich eine Stärkung der Kinderrechte sein. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir wollen das Recht nicht schwächen. Und die Kinderrechte müssen gestärkt werden. Das ist unser zentrales Ziel. Genau. Sina Demicke fragt gerade nach, wie weit oben steht das Thema auf der Prioritätenliste bei den Grünen? Also für die gesamtpolitische Politik, wie weit oben steht dieses Thema? Also wir machen ja sozusagen keine Prioritätenliste. Aber ich kann eigentlich feststellen, und darauf kommt es dann letztendlich immer an, und das müssen die Wählerinnen dann auch sozusagen für sich selber einschätzen, wie stark wird dieses Thema eben prominent gesetzt von gerade unseren Spitzenleuten. Und dazu zähle ich mal Annalena Baerbock natürlich als Kanzlerinnenkandidatin. Und wie ich das gerade gesagt habe, für Annalena sind Kinderrechte und die Stärkung von Familie, egal wie diese Familie aussieht, also auch bunte Familien, ist eines ihrer Schwerpunkte und Top-Themen. Und insofern wird das ein sehr gewichtiges Thema bei jeglichen Sondierungen und Koalitionsverhandlungen sein. Da bin ich relativ sicher. Kinderrechte ins Grundgesetz, warum gibt es sie bis heute nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Warum gibt es sie bis heute nicht? Wir haben im Bundestag ja mehrere verschiedene Varianten sozusagen gehabt zur Abstimmung in diesem Jahr. Unsere Variante, davon bin ich überzeugt, ist die beste Variante, weil wir einerseits sagen, die Kinderrechte sollen eben besonders Würdigung finden, gerade auch im Hinblick auf das Thema die Rechte der Kinder gegenüber Staat, gegenüber Verwaltung, gegenüber Politik. Aber gleichzeitig wollen wir, dass die Unantastbarkeit der Familie, ich nenne es jetzt mal so, wie es im Grundgesetz auch drinsteht, und auch die Elternrechte nicht durch irgendeine Formulierung in einer bestimmten Art und Weise schwächen. Also das war ganz klar unsere Stoßrichtung und unsere Zielrichtung. Also einerseits eine besondere Würdigung der Kinderrechte gegenüber dem Staat, andererseits aber eben weiterhin der entsprechende Schutz der Familie und der Eltern-Kind-Beziehung vor staatlichen Eingriffen. Den einen war das schon zu viel, also der CDU-CSU war das schon zu viel. Die wollten keine besondere Berücksichtigung der Kinderrechte, sondern in Gänsefüßchen nur eine angemessene. Wir halten das für irreführend, weil angemessen muss der Staat immer handeln. Ja, also
an anderen Mitbewerbern sozusagen und Konkurrenten war das alles viel zu wenig. Sie wollten dann im Zweifel Formulierungen haben, wo wir gesagt haben, nein, das geht im Zweifel gegebenenfalls einfach zu weit, weil es dann andere Gruppen benachteiligt oder weil es dann in die Konstellation kommt, dass der Staat dann doch in irgendeiner Art und Weise eine Hebelwirkung in die Familien reinkriegt und das wollten wir wiederum nicht. Also deswegen unser Vorschlag, eine besondere Würdigung der Kinderrechte und gleichzeitig wollten wir aber auch solche antiquierten Dinge, die aus unserer Sicht völlig diskriminierend sind, wie die Begrifflichkeiten uneheliche Kinder aus dem Grundgesetz raus haben, als ob es den Staat irgendetwas angeht, in welchen rechtlichen Familienstatus Kinder geboren wurden oder nicht. Ja, da hätten Sie jetzt, haben Sie jetzt direkt schon die Gegenfrage mit reingebracht. Genau diese Begrifflichkeiten waren ja das, was viel gestört hat. Ne? Es wurde immer um einzelne Begrifflichkeiten diskutiert. Sehen Sie mit Ihrem Vorschlag, wie Sie es definieren würden, sehen Sie dort die Elternrechte eingeschränkt? Das war ja nein, eben nicht. Also mit unserem Vorschlag eben nicht. Also es geht ja darum, Kinderrechte besonders zu würdigen. Grundsätzlich und in allen Fällen zu sagen, Kinderrechte haben immer Vorrang, ist es gab noch weiterführende Formulierungen in den Gegenvorschlägen, jetzt nicht von der Koalition, wo dann schon die Frage sich aufgestellt hat, wer soll das kontrollieren, wer hat am Ende des Tages dann an welchem Hebel sitzt dann sozusagen wer und wie sehr ist das Thema Schutz der Eltern-Kind-Beziehung und der Familie dann im Zweifel gefährdet. So, und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, bin ich mit der Formulierung, so wie wir sie gewählt haben, absolut glücklich und d'accord und zufrieden. Sie ist auch genau richtig, weil es geht ja am Ende des Tages neben dem, dass Kinder ja alle Rechte aus dem Grundgesetz haben, die jeder Mensch bei uns im Land hat. Ja, das darf man ja auch nicht verhehlen. Reden wir dann darüber, dass wir sagen, die Kinderrechte sollen besonders gewürdigt werden. Und damit ist aus meiner Sicht eine entsprechende klare Stellung. Aber eben immer in der Konstellation, dass man auch gleichzeitig sagt, wir dürfen nicht weitergehende Formulierungen nehmen. Die Stärke des Grundgesetzes ist es auch, dass es möglichst klar und ich nenne es jetzt mal deutlich und in Gänsefüßchen im positiven Sinne einfach ist.